Pauli, wir sind 40er. Ich bin jetzt noch ein Jahr am Start. Die Vertragsverlängerung habe ich eigentlich gemacht, weil ich finde es eher gesagt schade, wir haben keine richtige Regionalliga-Saison zu Ende gebracht. Und ich will einfach endlich mal wieder eine richtige Saison zu Ende spielen. Ich wünsche mir mit Lichtenberg 47 einfach nochmal eine tolle Saison zu spielen in der Regionalliga und dass wir mindestens auf jeden Fall die Klasse halten oder im Mittelfeld, im höheren Mittelfeld lang. In den letzten Jahren, oder ich sag mal besser gesagt jetzt, in den letzten 2 Jahren jetzt, wo wir jetzt hier leider reinrutschen in der Pandemie, habe ich gelernt, dass eigentlich Fußball nicht alles ist, Geld nicht alles ist. Also das Wichtigste ist eigentlich die Gesundheit, dass es den Familien gut geht, dass es dir halt oder den Menschen selber gut geht, sich jeder um sich selber gut kümmern muss. Und ja. Die beste Auswärtsfahrt war für mich die nach Leipzig. Also die Hinfahrt war gut. Und die Rückfahrt war noch besser. Ja, wir haben da 2-2 gespielt, haben 2-1 geführt dort, haben leider Gottes noch das 2-2 bekommen. Aber trotzdem ein Riesenerfolg, würde ich sagen, in Lok Leipzig. Ja, und die Rückfahrt hat umso mehr Spaß gemacht. Am freien Wochenende. Ja, ist schwer zu sagen, also da ich selbstständig bin, arbeite ich eigentlich jeden Tag. Aber dann, wenn ich gar nichts mache, lege ich einfach meine Füße hoch. Also ganz faul. Die wenigsten 47er wissen, dass ich selbstständig bin, in Spandau. Ihr seid recht herzlich eingeladen, könnt jederzeit vorbeikommen in Späti. Trinken mal einen draußen, jetzt im Moment leider nicht, aber. Ja. Sag die Straße, sag die Adresse. Falkenseer Chaussee 236 13583 Berlin. Mit den 47ern hier aus meiner Mannschaft war ein Junggesellenabschied von dem Patrick Rösch. Da war der Maximilian Schmidt, Gidizio Banse war noch dabei, Christian Garbe, Philipp Grüneberg und ja. Wer noch? Richard Olo. War witzig. Geht los. Liebe 47er, ich hoffe, dass ihr im nächsten Jahr oder in der nächsten Saison euch auf jeden Fall wieder zahlreich hier begrüßen können, unser Wohnzimmer voll machen können, auf tolle Momente, tolle Tore, tolle Siege, dass wir einfach zusammen feiern können.